Noch wurde ich nicht entdeckt. Aber Leute, schön, dass ihr den heutigen Part wieder entdeckt habt. Willkommen zurück zu Ukulele. Wir sammeln gerade im Casino-Level Jetons ein. Ich meine Casino-Marken. Das ist ganz, ganz toll. Ich glaube tatsächlich, man kriegt nur auf diese Art und Weise Pages. Okay, außer natürlich bei Rextro. Bei Rextro sollte er die Pages einfach so wieder eingeben. Aber okay, da müssen wir auch erstmal wieder die Münze finden. Wo hat der Typ denn seine Münze? Aber es pfeift hier schon. Es pfeift. Kann sein, dass hier eins in der Nähe ist. Hoffe ich nicht. So, wartet mal. Ah, ja, so eine Spielautomaten. Stimmt. Die können wir auch alle benutzen. Wartet mal. So. Okay, ich muss jetzt, glaube ich, warum muss ich jetzt hier... Oh Gott, ich glaube, ich muss hier Yuka und Laylee immer zum Stehen bringen. Wartet mal. Okay, das ist schon mal falsch. Na toll. Nochmal. Machen wir einfach mal ein bisschen Casino Ways. So. Ich bin die ganze Zeit pfeift. Warte mal, nach der Banane kommt das. Und zwar jetzt. Okay, das müsste hinhauen haben. So, hier kommt es nach dem Derp Face. Nach dem Bankier Face. Und. Jawohl. So, jetzt kommt's hier. Kommt's nach der Banane wieder. Okay. Und. Oh yeah! Da haben wir ihn. Den Coin. Sehr schön. Also, ich glaube, man muss immer Ukulele erwischen. Und, wisst ihr was? Komm, machen wir einfach mal sein Game, oder? Machen wir sein Game. Hallo, Rextro. Warum stehst du hier unten? Freunde, Rextro, froh, euch zu sehen. Ja. Und wir freuen uns, dass du dich an uns erinnern kannst, Rextro. Oh ja, Rextro hat sich in moderne Spielakademie eingeschrieben. Rextro lernt über moderne Trends. Hast du schon gelernt, wie man nervige Charakterdialoge überspringt? Das ist Wahlfach. Typisch. Werfen wir mal einen deinen Spielautomaten an, Rextro. Super krass! Rextro sieht, dass Freunde Spielmünze haben. Bitte gehen zu Plattenspielautomaten und drücke A. Wenn du Spiel schaffst, gibt Rextro Special Gewinn. Special. Didi. War nicht immer so auch noch auf seinem Automaten drauf? Wartet mal, lass uns gucken. Na. Okay, hier kann ich gar nicht machen. Na schon. Da, da ist noch eine Münze oben drauf. Oh, wie krieg ich die denn? Ah, nicht keine Münze, ihr wisst, was ich meine. Eine Feder. Wie soll ich darauf kommen? Komme ich darauf? Vielleicht auf dem Hebel drauf? Ja, geil. Das geht ja wirklich. Oh, toll. Der Hebel ist aber zu krass. So, geschafft. Was haben wir da oben drinne? Was ist das denn hier? Leute, eine Schatzkammer. Nee, wird alles noch später relevant, Leute. Oh Gott, die Musik, ey. So, alles noch später relevant. Kein Problem. Jetzt wird erstmal ein bisschen wieder Rextro gezockt. Ich das auch hinter mir. Das Spiel dürfte auch eigentlich ein einfaches gewesen sein. Was? Hurdle Jinx, was ist denn das? Wollen Freunde spielen? Ja. Legen wir los. Hurdle Jinx. Keine Ahnung, was das nochmal war, Leute. Ich weiß aber nur, ich glaube aber, dass wirklich alle Spiele an sich sehr einfach waren. Au, oh, das war ja ditte. Oh, stimmt. Warte mal. Die Bahn wechseln, auf B springen, Ballrolle und bremsen. Okay, alles klar. Oh Mann, stimmt ja. Okay, aber... Ich glaube, da hab ich doch ein paar Versuche gebraucht. Aber das erste Mal natürlich nicht. Beim ersten Mal muss man Derbus schaffen und dann muss man einen Rekord machen. Aber okay. Hier ist ein kleiner Hindernisparcours, ja. Oder ein Hijinks. Oh Gott. Jetzt geht's. So, er läuft von alleine. Oh Gott, oh Gott. So. Ist doch einfach, oder? Ups. Oh Gott. Ich glaube, braucht man überhaupt eine Ballrolle machen? Ich glaube, das muss man ja nicht machen. Sie darf bloß nicht stolpern. So, leider sind die Federn leider nicht zum Level dazugehörig. Nein. Die, wow. Oh Gott. Warte mal, Ballrolle. So ein bisschen nach vorne wieder kommen. So. Am besten mal in einer geraderen Strecke oder sowas. So. Wow, wow. Man muss nicht alle Federn machen, natürlich nicht, aber... Wow. Okay, alles klar. Das war schon mal schlecht. Ich wollte bloß wieder ein bisschen weiter nach vorne kommen. So, hier zum Beispiel kann ich das mal machen. Warte mal. So. Okay. Aua. Oh, okay. Okay, man wird anscheinend einfach wieder abgelassen dann. Okay. Vielleicht dadurch Punkte? Ey, keine Ahnung. Vielleicht man dadurch Punkte? Ich habe jetzt nicht auf alles geachtet, Leute. Ich weiß es nicht. So, Gott, ich bin mal gespannt, wie viele Punkte ich jetzt beim ersten Mal schaffe und wie viel denn halt... Oh Gott, das Gift. Wow. Und wie viel man halt eigentlich dann braucht für den Highscore. Hoppala. Hey, hey. Toll. Oh Gott. Ich
Hoffentlich brauche ich nur 10.000 oder sowas. Oh Gott, ich weiß es nicht. So, 10.000 Punkte. Boah, ist das viel. So, den ziehst du mal gar nicht in Sicht weiter, ey. So, verwundbar. Yeah. Warum ist der Ziel noch nicht in Sicht weiter? Das Ziel. So. Ach ja, die wunderbare Mocke. Oh Mann. Ey, wie lange geht denn das Spiel? Ich muss ja danach nochmal spielen. Naja, müssen wir halt machen, ne? Oh, Verwundbarkeit. Yeah. Was natürlich, wenn man hier abgeblockt wird. So. Oh, toll. Was zur Hölle? Oh, da verliert man aber echt Punkte. Oh Gott. Okay, man verliert einfach mega krass Punkte, denn. Was nicht so gut ist. Weil ich sehe mich nicht mehr. Oh. Oh, man hat ganz und gar Leben anscheinend, oder wie? Was war das denn? Oh Gott, okay, das war doch so ein Megaspiel. Ja, oh, nein, Freunde, keine Leben mehr. Aber kein Zurücksetzen nötig. Neuer Versuch kostenfrei. Möchtet ihr Freunde? Ja, okay, ich zieh jetzt einfach durch. Ich zieh's durch. Warum muss ich immer wieder neu laden? Okay, gut. Oh nein. Bremsen ginge auch, aber wie funktioniert denn mit der Rolle? Ich würde ja schon gerne weit vorgestreckt spielen, aber ich glaube, der setzt sich dann automatisch mal wieder zurück. Na gut, okay. Versuche ich's einfach noch. Guck mal hier, so weit. Seht ihr, er kommt gar nicht so weit nach vorne. Der hört auch irgendwann allein automatisch wieder auf. Achso, der kostet auch Ausdauer. Toll. Na gut, einfach ein bisschen konzentrieren. Okay, ich sehe jetzt auch gerade, dass ich da auch unter meiner Ausdauer habe ich die Leben. Das sehe ich jetzt, alles klar. Oh Gott, oh Gott. Also am besten vielleicht am Anfang einfach viele Punkte sammeln. Oh, ey, dann gehen die echt wieder, werden die alle zurückgesetzt, ey, wenn man das hier so ein bisschen verkeckt. Und Verwundbarkeit! Noch viel angesammelt, wow. Silber, Silber, Bronze. Was sind denn das? Das sind hier viel goldenere Federn als die, die wir einsammeln, wa? Also erstmal hier Bronze, Silber und dann halt die goldenen sind schon crazy gold. So. Da bin ich schon wieder ein bisschen hängen geblieben. Mann. Das geht doch einfach nicht. So, und hups. So. Okay. Ein bisschen wieder aufgeholt, sehr schön. Wow. Aua, ey. Voll fies. Alter, fies. Ich bin noch gesprungen. Na egal. Ah. Doofes Spiel. Ich hab trotzdem über 10.000. Ich glaube, wenn ich das jetzt hier geschafft habe, mache ich erstmal. Hä? Ich bin gesprungen! Er springt dann einfach nicht. Oder die Hitbox ist mega kacke. Ich muss schon mega, mega früh springen oder sowas. Oh Gott, ey. Hier ist so richtig die. Jetzt springen. Ich muss anscheinend jetzt schon springen. Jetzt schon springen. Die Sprünge richtig abtimen ist hier ja nicht mal so leicht. Würde ich mal sagen. Wie einfach immer noch kein Dings in Sicht ist, ey. Wow. Wow. Immer noch kein Ziel in Sicht, Mann. Dreimal habe ich mich treffen lassen. Das ist nicht so toll. So. So. Okay. Okay, alles klar. Wow. Wow. Oh, verwundbar. Ja, schnell. Danke, Mann. So, ich kann aber auch zum Glück auch mitten im Sprung. Kann ich dann sogar wechseln. Das ist doch mal nett. So, mal kurz ein bisschen nach vorne rollen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Okay, jetzt geht nicht, wenn ich da oben drauf bin. Okay. So, ich habe 20.000 Punkte gleich. 20.000 Punkte habe ich erreicht. Ich glaube, dann kommt dann hinten mal langsam das Ziel zum Vorschein. Ich glaube, ja. So. Okay, ein bisschen nach vorne wieder schnell. Dann ist das Ziel. Na wohl noch nicht. Nein, noch nicht ganz, aber da kommt noch so eine andere. Oh Mann. Nein. Oh Gott. So, okay, was ist jetzt hier? Yeah. Schnell ein bisschen einsammeln hier. Yeah. So, okay. Wow, 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 wow. Okay. Ja, 26.800. Ja. Ist natürlich jetzt erstmal, gilt jetzt als geschafft, ne? Wo sie viel braucht denn für den richtig krasse, wenn ich den Rekord brechen will. Oh Gott, ey. Na, gut gemacht, Freunde. Das war ein toller Sieg. Bevor ich Belohnung gebe, Kurs für moderne Spiele sagt, Rextro soll anbieten, wechsle Leistung auf Live-Feed mit Video-Replays zu spammen. Nein, danke. Ich bin Jukas einziger Freund und ich sehe es live schon von seinem Kopf aus. Versucht Spiel gerne nochmal. Wenn Freunde Highscore schlagen, gibt's noch einen Preis.
Richtig cool. Ja, komm, wir probieren einfach gleich nochmal. Ich will es hinter mir haben. Ich will es hinter mir haben, ja. Also kurz und schmerzlos einfach nochmal rein da. Muss, was ist denn der Highscore? Bitte ist nicht so mega krass. Wo steht denn der Highscore? Hey, wo ist denn der Highscore jetzt? Achso, da. Oh, ich hab's also geschafft. 24.000 Punkte. Ich hatte 26.000. Also, okay, jetzt nochmal so ein One machen und wir sind fein aus der Sache raus. Sind wir raus aus der Nummer. Okay, konzentriere mich einfach ein bisschen. Und dann wird das schon irgendwie klappen. Dann habe ich wenigstens noch ein bisschen was Nerviges gewesen. Abgeschlossen. Gleich mal voll losspeeden. Aber das sieht ja schick aus, das Layout. Guck mal, richtig schön alles. Okay, und ich muss mir merken, dass ich halt echt irgendwie komischerweise schon sehr früh springen muss. Sonst bleibt er da irgendwie hängen. Und die Hitbox ist nicht richtig. So, dann nee. La 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 la. Ist doch wunderbar. So, ich verspreche euch, ich gebe mir Mühe. Und ihr werdet hier nicht normal sehen müssen. Ich werde das nämlich auch nicht normal sehen. Zack, zack, yeah. So, erstmal alle hier ein paar killen. Warum denn nicht? So, ein bisschen nach vorne wieder. Rüberjumpen. So, und hier rüberjumpen. Ich bin jetzt richtig paranoid. Ich drücke jetzt richtig früh immer schon. Und Sprung! Oh Gott. So. Okay. Und rüber switchen. So. Okay, wow. Wow. Okay, Verwundbarkeit. Okay, kann man wieder ein bisschen... Jawohl. Jetzt nach vorne sprinten würde, glaube ich, nicht so viel bringen. So. Bling, bling. Bling, bling. Schön bling, bling, bling machen. Glitzer, Glitzer. Alles einsammeln. Yeah. So, und double rüber jumpen. Oh. So, okay. Na, ist alles gut. Ist alles gut. Hoffe ich. Wow. Muss jetzt aber irgendwann, müsste ich jetzt mal doch schon wieder ein bisschen Turbo speeden, um nach vorne zu kommen. Einfach mal hier. Jawohl. Ein paar Federn übersprungen, aber ist egal. Jetzt haben wir den Unverwundbarkeitsboost. Yeah. So. Alle umgebracht. So, ich habe schon 20.000. Schon jetzt. Ah, noch keine weiteren verloren. So, und ganz früh springen. Okay. Yeah. Oh Gott. Oh, wovon wir keinen Boost? Yeah. Wow. Wow. Okay. Hupsala. So, ich weiß nicht, ändert sich das Layout eigentlich? Nee, ne? Wow. Wow, wow, wuppala, okay, die olle Stelle hier, so. Alter, die Punkte, die ich habe, Leute, guckt jetzt an, die Punkte, ich habe so viele Punkte. Schaffe ich die 30.000 vielleicht sogar? Die wäre richtig crazy. Wow, komm, 30.000, das wäre richtig nice. Wow, ich gehe mal hier lang und hol mal ein bisschen wieder auf, so. Okay, wir sind gleich am Ziel, Leute. Ich krieg die 30.000, die kriege ich zusammen, ja. Tja, so leicht kann man dann doch irgendwie richtig ausrasten, ne? So. Verdammt, einen übersehen. So, und... hin und her, yeah, yeah, yeah. Okay. Nice one. 35.000 Punkte. Sehr schön. Oh mein Gott. Ich muss das nie wieder machen. Ich hab keinen Bock. Ah, sehr schön. Hoho, Yu. Name Yu. Jetzt gib uns den Preis, Mann. Boah, super krass, Freunde. Haben Highscore geknackt. Also, Freunde verbrennen Profil, was verdienen Profilmedaille. Für diesen Erfolg, aber Rexo hat kein Budget mehr. Kein Thema, uns reicht ein Pagey. Yeah, richtig nice. Möchten Freunde nochmal spielen? Nie wieder, mein Freund. Obwohl der sich ganz lustig war, aber nö. So. Oh, hey, mit einem neues Tuning kommen. Schalten wir auch schön nach und nach. Alle frei. So. Okay, jetzt will ich erstmal hier weiter gucken. Was haben wir denn hier noch? Den Raum haben wir so gesehen dann erstmal erledigt. Guck mal, hier haben wir noch so ein bisschen. Hier haben wir noch. Was haben wir denn hier drinnen? Oh Gott. Überall alles verwinkelt und verschachtelt, Leute. Hier gibt es überall viel zu entdecken. Oh! Und die Schweine sind wieder da. Die Schweine! Aus dem ersten Level. Aus der ersten Welt. Nicht jetzt, Bauer. Ich bin auf offizieller Rittermission unterwegs und brauche eine Hilfe von. Brauche keine von gewöhnlichen Echsen. Genau. Und alle beziehen sich hier auf eine Verwandlung. Wir brauchen alle neue Verwandlungen. So, warte mal. Ich mache hier nochmal das Game. Ihr pfeift es nämlich wieder aus allen Löchern. So. Okay, nach der Banane. Oh. Ja, sehr schön.
du hier nach diesem Gentleman-Kopf? Gentleman? Oh, toll. Ganz toll. So kann nämlich sein, dass ich hier irgendwie auch wieder das Molekül kriege und so. Oder vielleicht auch die Erweiterungsdinger. Da muss ich mal kurz gucken. So. Das Ganze hier erinnert mich auch so ein bisschen an Glover. Wisst ihr noch, Leute? Oh, Mann. Gibt's einfach nicht. Glover, Leute. Wisst ihr noch, mein... Ich habe auch mal ein Glover-Let's Play. Da gab's auch so eine Casino-Zirkus-Level. Und da war auch irgendwie so was Ähnliches. Oh, Mann. Hey, auf zu pfeifen. Wisst ihr Bescheid hier? Dann normal ziehen. Push the button, Mann. Also ich glaube, eigentlich muss man immer, wenn ich jetzt schon springe, dann... Ich glaube, das ist immer gut. Also einmal schon einen davor. Immer schon einen davor jumpen. Okay, also jetzt. Toll. Oh, Mann. Mann, der olle mittlere Ding. Und noch mal. So, schön nach der Banana. So. So, okay, der dreht sich halt ein bisschen schneller leider. Jawohl. Und jetzt wieder nach der Banane. Yeah, voll nice. Und da haben wir das Molekül. Sehr schön. Okay, wir können uns also schon mal verwandeln, wenn wir Dr. Putz finden. Und da ist sie auch schon. Ja, Dr. Putz gibt sich auch nicht um die Mühe, sich zu verstecken. Ne? Warte, komme ich hier nicht irgendwie an der Ecke so richtig geil hoch? Ne, leider nicht. War das eine Feder? Aber ich weiß nicht, was ich mich hier verwandeln kann. Würde ich aber auch an sich erst später machen, wo nichts dagegen spricht, weil es ist auch wieder nur für eine Mission relevant, die Verwandlung. Leider. Aber okay. Was war das hier nochmal für ein Problem? Oh, ich glaube, das war ja auch so ein Riesenareal, glaube ich. Aber okay, gut. Noch ein Automat. Hilfe, ein Dieb! Immer mit der Ruhe, wer daher. Wo liegt denn das Problem? Eine Bande von Jugendlichen Tunichtsguten hat meine besondere Spielkarte gestohlen. Diese schmutzigen Diebe sind die schlimmen Kriminellen. Die schlimmsten. Wie soll ich denn meine Pokerrunden gewinnen ohne die besondere Karte? Alter, schummelt voll. Das wird schwer, wahrlich. Wo sind die denn? Und gleich hinter der Rampe, die Rampe hier hoch. Diese Schufte. Du brauchst wahrscheinlich einen Spezialmove, um sie dir zu schnappen. Gar nicht wahr. Jetzt schaffe ich doch so. Könnt ihr mir bitte helfen? Dann mal los. Ist ohnehin zu früh für die Erfrischungen. Super. Wenn ihr sie fangt, sagt ihnen bitte, dass wir keine Betrüger in unserem Casino dulden wollen. So. Genau. Kein Problem. Wer daher? Werte Casino-Maschine. Boah, das fällt mir voll der Mega-Lag. Das sind immer so laggt. Naja, okay. So. Special Move. Kommt hier öfter zum Einsatz. Bam, bam. Boah. Okay. So, muss ich beeilen, oh Gott. Aua. Toll, nett. Okay, muss man sich einfach nur beeilen. Ich glaube, ich verpasse hier nichts. Ich habe ein bisschen Angst, was zu verpassen, ne? So. Ich gehe einfach nochmal kurz runter gucken. Kurz mal gucken. Irgendwas verpassbar? Irgendwas Cooles hier? Nö. Okay. Jetzt einfach hier runter. Ja. Oh, schon bin ich in dem Raum drinne, wo die Diebe sind. Da ist ja die besondere Karte. Das wird ein Kinderspiel. Vielleicht, glaube ich, muss die bloß wieder so zusammen schocken. Aua. Explosion. Oder war das ganz anders? Wartet mal. Boah, alles klar. So. Aua, Mann. So. Oh mein Gott, weil ich glaube, die Gegner hier kommen immer wieder neu. Muss man gar nicht unbedingt irgendwie sich alle hier schnappen. So. Wow. Es tut einfach wieder raus. Und da haben wir's. Die Karte, die besondere Karte, komm her. Zack. Yeah. Alles cool. Das ist sie, meine besondere Karte. Bringt sie mir schnell. Warum hast du nicht einfach von vornherein diese Tür da aufmachen können? Hätte ich es viel leichter gehabt. Aber okay, gut. So, Leute, das war auch die letzte Aktion dieses Parts. Na, Kumpel, freust du dich? Wir haben deine Schummelkarte gefunden, Automatenkopf. Die euren Karten rechts. Und keine Sekunde zu früh. Capital B hat gedroht, einen Verkaufsautomaten aus mir zu machen. Und zwar keinen, der Essen verkauft, sondern Kondome oder was. Hier, nimm diese Gewinnmarken als Belohnung. In einer Stunde habe ich die Ehe wieder drin. Schneide ich die Ehe auch wieder schön, ey. Ja, ist auch schön. So,
Wir haben schon 3 Pages. Cool, wa? Aber Leute, ja, wie gesagt, für heute war es das erstmal. Ich guck mal, was wir als nächstes noch für Automaten entdecken werden und überhaupt und in was uns Dr. Putz verwandeln wird. Und ach ja, gibt's noch so viel zu tun. Wow. So, gebe ich hier schon mal? Kaufe ich mir schon was? Nein, natürlich nicht. Oh Gott. Das Ding dreht sich ja hier mit. Wieso dreht sich das ganze Ding hier mit? Das ist ja unheimlich. Und sieht irgendwie komisch aus. Aber okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Yuka und Laylee. Ciao!